Willkommen zurück zu Fear Effect. Ja, Leute, beim letzten Mal haben wir hier ein paar kleine schöne Fackeln angezündet, in der Hoffnung, uns damit neue Wege zu eröffnen. Aber irgendwas scheint da noch zu fehlen. Ja, eine dritte Fackel. Und ja, ich habe sie offscreen gesucht und auch gefunden und... ich sag mal so, ihr Versteck, ja, hatte ich vorher noch nie betreten. Wisst ihr noch, wie ich das Feuerchen gefunden habe? Also da, wo wir das ganze Papyruszeug da benutzen konnten. Ich hatte nicht gesehen, dass es hier noch weitergeht. Ja. Hier geht's zum Feuerchen. Zum, ja, Feuerhaufen. Und jetzt ratet mal, wo das Versteck der dritten Fackel ist. Ob man da drüben vielleicht auch weitergehen kann? Oh ja, natürlich kann man das. Und guck mal, was da hinten steht. Oh. Ja. Ich sag mal besser nichts weiter dazu. Ich hab das einfach übersehen. Gut, endlich. Die Fackeln brennen. Der Durchgang damit hoffentlich offen. Jetzt will ich noch kurz schauen, was hier hinten noch so ist. Ein langer Gang. Der aber scheinbar nicht wirklich wohin zu führen scheint. Hier sind ein paar Schriftzeichen auf dem Boden, die ich aber nicht lesen kann. Alles sehr seltsam. Tja, da hat sich mal eben ein ganz neuer Pfad aufgetan. Super. Das habe ich mir übrigens vorher noch gar nicht angesehen. Das ist alles jetzt auch neu für mich. Ich habe nur geschaut, wo eben diese verdammte letzte Fackel ist. Was haben wir hier? Ich kann hier was benutzen. Kann ich vielleicht das Steinpergament hier benutzen? Nein. Okay. Dann kann ich hier vielleicht noch gar nichts weiter machen. Ja. Wird vielleicht später noch wichtig. Aber hey, immerhin haben wir diesen Ort gefunden. Ist doch auch schon mal sowas wie Fortschritt. Ach Gott, Alter. Die chinesische Unterwelt ist mir irgendwie zu verworren und zu unübersichtlich. Und zu weitläufig. Es ist nur ein Hin und Her und... ich weiß noch nicht so recht, was ich von dem Gebiet halten soll. So. Genau. So. Aber jetzt erstmal den anderen Weg prüfen. Ich hoffe, da findet sich jetzt irgendetwas, ja... brauchbares, weil wenn es da jetzt auch nicht groß weitergeht, ich habe nicht viel Ahnung, also keine Idee, wo ich jetzt sonst noch hin könnte. Ja, der Durchgang ist offen, sehr schön. Ich hätte so eher gedacht, dass das Bild hier abbrennt. Das sah ein bisschen nach Papier oder so aus, aber okay, scheinen wohl doch Steinplatten oder so gewesen zu sein. Wunderschön, nicht wahr? Steck das weg. Du kannst nichts töten, was gar nicht lebt. Bist du Yim Lao Wong? Ich, der König der Hölle? Nein, 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 nein. Wer oder was ich bin, das tut nichts zur Sache. Was wichtig ist, ist nur die Frage, was kann ich für dich tun? Wo ist Wei Ming?
Wenn es an der Zeit ist, wirst du sie finden. Und Yim Lao Wong ebenso. Nimm das hier und suche meinen Bruder auf. Geh jetzt. Wir bereiten uns auf ein Begräbnis vor. Okay, sehr seltsame Gestalt. Okay, mal gucken, was habe ich damit da jetzt bekommen? Hälfte des Baums aus Stein. Okay. Ich soll den Bruder aufsuchen und der ist bitte nochmal wo? Ha. Komische Gestalt. Mal ernsthaft. Oh, ich habe noch was bekommen. Papyrus für Torschlüssel. Ah ja, okay, damit lässt sich arbeiten. Trotzdem gib mir mal Sturmgewehr wieder. Aber mal ehrlich, die Gestalt war doch ein bisschen sehr suspekt, oder? Ich meine, das hier sieht doch mal sehr nach Thronsaal aus. Also, meiner Meinung nach zumindest. Wenn man hier nicht den König der Unterwelt treffen soll, wen dann, bitteschön? Also, es ist bestimmt keine unwichtige Person hier in der Unterwelt. Das kann er mir nicht erzählen. Gut. Schlüssel für Tor. Ja, ich hab... Das ist doch eine Idee, wo wir hin könnten. Und zwar gibt es eigentlich nur noch ein Tor, was wirklich so verschlossen ist. Und zwar das da unten bei diesem, ja, Alterungsrätsel, bei diesem, ja, absolut durchgedrehten Rätsel, wo man Hannahs Lebensstadien durchwandert, vom Kind bis zur alten Frau. Dahinter ging dann noch der Weg ein bisschen weiter. Ah. Gut. Ach, ich bin doch so ein Depp, oder? Ja, Papyrus für Torschlüssel. Ich muss erstmal das Ding wieder abfackeln. Also rennen wir wieder hoch. Wir haben ja Zeit. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ja, ich finde das mit dem Papyrus-Zeug doch ein bisschen unpraktisch, muss man so zu sagen. Es fördert nur die Rennerei, die man in dem Gebiet hat, also Wow. Das hat mich jetzt doch ein bisschen überrascht. Nein. Du! Sagen, schlägst mich nicht in den Rücken, aber dafür dein Kollege hier, hä? Aber hey, immerhin. Ein bisschen Munition abgegriffen. So, komm, jetzt aber. Beeil dich mal, Mädel, hier. So. Für die ganze Munition umtauschen. So, Papyrus für Torschlüssel. Okay, ich habe eigentlich gedacht, ich bekomme den so. Okay, den halben Baum kann ich nicht verbrennen. Alles klar. Stein. Pergament ging ja auch nicht. Okay, aber der Ort, wo der Schlüssel erschien, sieht mir doch sehr nach eine dieser Hütten hier aus. Also die hier. Torschlüssel. Hooray. Und ein bisschen Pistolenmuni. Ja. Das war zur Abwechslung mal ein leichtes Versteck. Da muss man dem Spiel schon fast irgendwie dankbar sein.
dass jetzt der Fundort praktisch ums Eck liegt. Okay, scheint ein Sturm aufzuziehen. Na gut, wir werden sehen. Jetzt dürfen wir erstmal den ganzen Weg wieder runter dackeln. Gut, Herzschlag heißt Gegner. Aber ohne mich, Leute. Ja, da scheint wirklich was im Anflug zu sein. Ob es in der Hölle hier auch regnen kann? Gut, aber hier ist zumindest nichts mehr. Gut, Torschlüssel. Hoffentlich passt du hier, sonst habe ich ein Problem. Moment. Na? Da ist der magische Pixel. Okay, Henna ist gefangen. Scheinbar. Und... nee. Okay, Glass ist wieder am Start. Hätte ich ja bei Weitem nicht erwartet. Ich meine, ihm wurde die Hand abgehackt und er wurde an einem Haken aufgespießt. Ja, scheint ihm nicht sonderlich zu jucken. Mit einer Hand hieft er sich selbst vom Haken und, ja. Okay. Okay, ich sag mal nichts weiter dazu. Ich hätte mit allem gerechnet, nur damit nicht. Tja, die männlichen Charaktere habe ich eigentlich schon ziemlich abgeschrieben gehabt. Ja, beide eigentlich für tot. Na gut, jedenfalls Deke werden wir sicherlich wirklich abschreiben können. Denn den hat er wirklich auseinandergenommen. Ja, richtig aufgespießt. Und, boah. Ihr habt ja gesehen, was da passiert ist. Wie die Madame Chen den Dirk zugerichtet hat. Aber, Moment. Kann ich hier durch, oder? Okay, das ist wirklich eine Tür, aber... Moment mal, hier gibt es doch noch einen Weg. Ja... Ehrlich, ich bin jetzt ernsthaft überrascht. Was will der Kerl hier noch? Ein normaler Mensch würde schon längst im Krankenhaus liegen und verbluten, aber, ja gut, so sind Spiele halt. Das Ding kommt mir ein bisschen komisch vor. Das sieht aus wie ein eingefrorener Drache oder sowas. Aber ich glaube nichts dabei, was ich hier benutzen kann, hä? Oh Gott, gerade mal... Gerade meine Pistole. Und ich... Oh nee, andere Waffen wird der... Oder Glass auch nicht mehr benutzen können, weil... Flitten und so sind alles Zweihandwaffen. Knopf? Nee, okay, hier kann man auch nichts machen. Ha. Komisch. Boah, wenn von euch jemand Japanisch oder Chinesisch kann,
Kann er vielleicht versuchen zu übersetzen, was auf dieser Tür steht? Würde mich jetzt schon mal interessieren. Genau, zwei Genossen. Komm schon. Das ist ein kleiner Witz, oder? Oh Gott. Hilfe, ich bin wieder größere Wurm gegen die Viecher. Kann doch nicht angehen, dass ich jetzt hier wirklich mit der Pistole noch rumhantieren muss. Das Ding ist mir zu, ich sag mal, zu schwach und zu langsam gegen die ganzen schnellen Gegner hier. Noch eine Tür. Noch ein Gegner? Was? Bist du für ein Vieh? Komm schon, geh! Down, du Köter. Ja, alles klar. Ich möchte wieder Hannah spielen, die hat die ganzen großen, dicken Waffen. So schön die Pistole auch ist, aber... Ich hätte jetzt doch lieber eine dicke Wumme in der Hand. Bitte mal eigentlich weg. Komm schon. Immerhin halten sich die Viecher ein bisschen zurück. Mit Hannah sind die, glaube ich, ein bisschen stärker auf mich eingefahren. Naja. Vielleicht einfach nur Rücksicht gegenüber. Behinderung. Komm schon. Was zur Hölle bist du? Oder warst du? Puh. Aber Leute, ich muss mir hier kurz mal pausieren. Es klingelt gerade. So, weiter geht's. Ja, ich frage mich immer noch, was das war. Diese Kreatur könnte am besten eher nach Resident Evil passen. Gehäuteter Monsterhund, wo die Rippen schon rausschauen. Ja, Cerberus lässt grüßen. Was ist das für eine kranke Malerei? Ja, okay. Wo zum Henker bin ich hier? Oder noch besser was... Gut, ich habe den Mondschlüssel bekommen. Ansonsten... Gut. Ist das hier diese Drachenfigur, wo wir vorhin schon waren? Nee, oder? Die andere sah aus wie... Ich meine, eingefroren oder so, aber das da unten... na gut, wir werden sehen. Jetzt bin ich den ganzen Weg zurück. Tja, so einfach kann es sein. Einfach mal in ein Loch runtersteigen und jetzt schon tiefer in der Hölle sein als Hannah. Wow. Glass, du hast es wirklich drauf. Moment. Bin ich denn jetzt dort? Ah doch, okay. Okay, passt noch.
Dann. Ne? Doch, das vorhin war eine andere Drachenfigur. Die, wo wir da von oben gesehen haben, stand ja mehr im Gang. Und hier kommt er so halb aus der Wand raus. So, ich möchte jetzt mal probieren, ob hier der Schlüssel reingeht. Genau. Und ist da, war das da vorne jetzt ein Gegner? Den Schlüssel habe ich nicht mehr. Doch, ich habe den Schlüssel noch. Okay. Könnte ich dann... Drüben ist ja noch ein Durchgang, oder? Okay, braucht aber einen anderen Key. Na gut, dann folgen wir der Gestalt halt mal. Best mal ein bisschen schleichen. Ich rechne wieder jeden Moment mit irgendwelchen Gegnern. Ja, nee. Sind wir heute wieder lustig. Drei auf einmal. Komm schon. Ist ja nicht so, als dass ich hier mit einer Handgruß wehrhaft wäre. Es fühlt sich so, ich weiß auch nicht so, wie soll ich sagen? Mehr nach Glück an, als würde ich hier lebend durchkommen. Ehrlich, ich fühle mich mit dieser kleinen Waffe ein bisschen... Na... schwach. Und trotzdem komme ich irgendwie durch. Wundert mich, ehrlich gesagt. Ich muss hier weitergehen. Nein, hier ist mal weiter umgucken. Nein. Ich habe keine Munition mehr. Ab. Nehm mich auch, Leute. Toll, was soll ich jetzt machen? Was um alles in der Welt soll ich jetzt tun? Ich habe jede Menge Papyrus-Kram, aber ich habe nicht wirklich Ahnung, wo ich es benutzen kann. Könnte. Ja. Nee, ohne Munition sehe ich nicht viel Sinn, hier groß weiterzugehen. Vielleicht habe ich hier Glück und diese Drachenfigur da, kann ja mein Zeug irgendwie umwandeln. No. Ich habe irgendwie was übersehen, wo ich meinen Papyrus umwandeln kann. Komm schon, das wird jetzt gerade ein bisschen mies. Ja, ich habe nichts mehr. Out of Ammo. Leute, was soll ich machen? Ja, gut. Ich würde mal sagen, im nächsten Part probieren wir weiter unser Glück und ja, ich bin sehr gespannt, wie das hier noch enden wird. Ich hoffe, ihr auch. Tschüss.